In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du Fleisch panieren kannst. Dafür brauchst du auf jeden Fall ein Ei, welches du am besten auf einen Teller gibst und einmal so, wie du es hier gerade siehst, mit einer Gabel verquirlst. Dann noch normales, herkömmliches Mehl und Paniermehl oder einfach Semmelbrösel. Die kannst du auch ganz einfach selber machen, indem du einfach ein altes Brötchen schredderst. Ich habe hier schon gekaufte fertige aus dem Supermarkt. Als erstes nimmst du jetzt dein Fleisch und wälzt es einmal schön in dem Mehl, sodass es überall mit Mehl bedeckt ist. Im zweiten Schritt ziehst du das Fleisch dann schön durchs Ei, damit wir jetzt einmal eine schöne Eischicht um das Fleisch herum haben. Und im letzten Schritt musst du jetzt dein Stück Fleisch nur noch im Paniermehl wälzen, sodass es auch hier schön überall bedeckt ist. Und das war's auch schon. So einfach kannst du Fleisch panieren und das Ganze dann herkömmlich in der Pfanne braten und du hast ein schön paniertes Schnitzel oder was auch immer du gerade essen möchtest. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und vergiss auf keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren, dann verpasst du auch keinen neuen Trick und kein neues Rezept mehr in Zukunft.